Zack. Wer sagt's denn? Dein Ernst, jetzt fängt's an zu regnen? Dein Ernst? Und das Mikrofon war schon wieder ausgewesen. Mein Gott, was mache ich für einen Scheiß? Was geht, meine... So, jetzt. Was geht, meine lieben Freunde? Und willkommen zum nächsten Part von Green Hell. Das letzte Mal sind wir wieder gestorben. Woran sind wir denn das letzte Mal nochmal gestorben? Ich glaube, wir sind vergiftet worden. Kann das sein? Nee, das letzte Mal haben wir abgespeichert. Wir haben ja noch das Lagerfeuer machen können, was wir nicht benutzen konnten. Warum auch immer. Komisch. Ich hätte eigentlich schnell ein Video gucken sollen, wie wir denn das letzte Mal das Lagerfeuer gemacht haben. Ich meine, wir haben ja den Bohrer. Den haben wir hier. Handbohrer. Nee. Benutzen. So. Ziehe das Zündholz aus dem Rucksack auf das Feuer. Nein, wir wollen den benutzen, den Handbohrer. Wieso geht denn das nicht? Mann. Leute, wisst ihr was? Ich schaue schnell nach. Ich schaue ganz kurz nach. Gebt mir kurz eine Sekunde. Oh, da bin ich wieder. Ich hab's herausgefunden. Wir brauchen noch ein trockenes Blatt. Wir brauchen ja irgendwas, was anzündet. Das Holz selber brennt ja nicht. Also brauchen wir ein trockenes Blatt. Ein trockenes Blatt. Damit wir Feuer machen können. Und dann können wir hier braten und essen. Und hast du nicht gesehen? So. Kokosnuss, die hilft uns da nicht weiter. Irgendwas, was entfacht. Hier, da. Das ist ein trockenes Blatt für mich. Das da. Larven. Oh, guck mal, richtig fette Larven. Die kann man gut essen. Aber hier, das Ding fällen wir. So, und hier waren trockene Blätter, habe ich gesehen. Da. Perfekt. Und jetzt gehen wir nochmal zu der Feuerstelle und sollten ruckzuck das Feuer machen können. Ich will einfach nur endlich mal Feuer gemacht haben. So. 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 Nee, Quatsch. So. Benutzen. Zack. Rucksack, trockenes Blatt. Zack. Wer sagt's denn? Dein Ernst, jetzt fängt's an zu regnen? Dein Ernst? Vielleicht können wir noch schnell irgendwie den Papagei oder so braten. Warte mal. Bevor das Feuer ausgeht. Jetzt fängt es einfach an zu regnen. Da, hier, rein da. Nee, das geht nicht. Den Frosch, kann man den... Nein. Ey, wie viel Pech braucht man? Es fängt es auch noch an zu regnen. Oh, gut, wenigstens können wir hier was trinken jetzt. Wie sehen unsere Vitalwerte aus? Wahrscheinlich immer noch Eiweiß, ne? Mangel. Extrem, ja. Da drehe ich richtig am Rad. Ich sag's euch, da drehe ich richtig am Rad. Wo ist denn der Speer, den wir haben? Hier. Ja, aber wie gesagt, den können wir auch nicht roh essen, den Fisch eigentlich. Also können wir schon, aber ich weiß nicht, was das für ein Fisch ist und ob der gut schmeckt und ob der auch gesund für uns ist. Und och Gottchen, es ist alles so viel, was man hier wissen muss. Und hat sie überhaupt Fische drin? Doch, ich glaube, da hatte es Fische. Ich hatte ja mal geguckt gehabt. Hört es auf zu regnen? Schön. Sehr gut. Komm, wir brauchen einen Fisch. Wir brauchen den Fisch. Wir brauchen den Fisch. Hier ist nicht umsonst dieser Speer gewesen. Nein, ich will nicht wieder mit Blutegeln verseucht werden. Guck mal da hinten. Da schwimmen Fische. Habt ihr sie gesehen? Was ist das denn? Ein Piranha. Eine Fischfalle. Kann man bauen. Nice. Hätte man den jetzt töten müssen, frisst der uns jetzt auf im Inventar, wenn wir da... Ey, ich esse den jetzt erstmal, weil dann habe ich... Kann ich die... Wow. Ey, ist mega cool. Hier kriegt man bei der Station noch so ein paar Rezepte, die noch relativ easy sind. Und sobald man die gesehen hat, kann man die auch. So, jetzt will ich den Fisch braten. Ja, ja, ich weiß. Du bist im Arsch. Warte mal, ich guck mal, ob ich da hinten noch trockene Blätter finde.
Ganz bestimmt, ne, nach dem Regen. Ein Stock kann man auch immer brauchen. Guck mal, das hier ist doch diese Pflanze da, die gegen Vergiftung hilft. Ne, Maden sind das. Warte mal. Jetzt auf die Made. Da, die hier. Shit. Seriously? Da, die Pflanze will ich haben. Ja. Und also gegen Verbände helfen die sicher. Vielleicht hilft die ja auch gegen, sag schon, gegen Vergiftung. Nein, ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Ah, jetzt erst, oder wie? Da müssen wir halt ein bisschen aufessen hier. Zeig mal her. Was haben wir denn hier alles? Boah. Nee, die sind nicht so gut, die Maden. Die werfe ich weg. Oder die hätten wir vielleicht auch braten müssen. Ich mache nochmal Feuer. Guck mal, da ist ein Frosch. Den holen wir uns. Frosch kann man essen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das kann. Geh weg. Inventar. So. Komm her. Du. Nein. Du willst nicht ins Wasser. Ja. So ist gut. Lecker. Nein, immer noch keinen Platz. Ich habe doch... Aha, da haben wir keinen Platz. Ja, komm, dann tu mir so ein Ding hier weg. Von denen haben wir echt genug. So, den Frosch nehmen wir mit. Und jetzt probiere ich nochmal. Kann man den Handbohrer mehrmals benutzen? Jetzt habe ich nachgeschaut. Jetzt gucke ich nochmal. Benutzen. Zack, zack, zack. Da, hier, Handbohrer. Perfekt. Benutzen. Und jetzt noch trockenes. Wo haben wir es? Ah, haben wir es doch nicht aufgehoben. Och nö, jetzt muss ich da nochmal hin. Hey, da ist noch ein Frosch. Hallo, 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 hallo. So, nee, weg. Ich will dich nicht. So, brauch nochmal kurz Platz im Inventar. Warte, ich stelle hier noch eine Schale auf am besten. So. Ja, den kann man nicht einfach so essen, den Piranha. Das wäre ja was gewesen. Den müssen wir braten, müssen wir den. Wo waren die Blätter gewesen? Oh, wir sind müde, wir müssen auch schlafen, merke ich. Aber cool wäre es, wenn wir vorher was essen könnten. Warte mal, ein trockenes Blatt noch. Trockenes Blatt. Perfekt. Nein, ich will das nehmen. Wir brauchen Platz, wir brauchen Platz. Knochen will ich gern behalten eigentlich. Sonst komm, werfen wir doch ein paar Steine weg. Steine haben wir echt genug. Oh Gott, wir haben echt so... Wieso haben wir denn so viele Steine? Habe ich die alle aufgehoben? Wie ist das denn? Können wir das trockene Blatt jetzt aufheben? Geht das? Nein. Ey, wie viel Platz braucht denn das? Das ist doch nur so ein Stück Blatt. Gott. Da kommt die, tun wir auch noch weg. Ah, das ist so sortiert, ich verstehe es. Ich verstehe es, ich verstehe es. So. Da hat es keinen Platz, ne? Warte mal, hier haben wir noch einen Stein, den können wir hier hin tun, dann können wir das hier runter tun. So, und jetzt sollte es reichen, vom Platz her. Oh. Da, nee, trockenes Blatt. Mann, jetzt habe ich alles zugemüllt. Ich Depp. Oh, wir sind eingeschlafen. Vor Müdigkeit. Du bist ohnmächtig. Sterbe ich jetzt? Nicht, gell? Nö. Komm, einfach noch schnell ein Platt. Ein trockenes. Da. Jetzt ist gut, gut. Jetzt machen wir Feuer. Unsere Vitalwerte. Durst und natürlich Eiweiß, wie immer noch. Ja. Machen wir ein bisschen schnell. So. Nee, Feuer wollen wir machen. So, benutzen. Trockenes Blatt. Zack. Hat das jetzt nicht funktioniert, oder was? Ah, nee, hat es nicht funktioniert. Komisch. Also nochmal, benutzen. Trockenes Blatt. Nee, nicht auf den Boden werfen. So.
Sag mir nicht, es fängt wieder an zu regnen. Wieso? Wieso kann ich denn nicht? Wieso kann ich dann kein Feuer machen? Mach schon. Ah, wir brauchen Energie für das. Ich verstehe es, ich sehe es, ich sehe es. Wir legen uns ein bisschen schlafen. 1-2 Stunden. So ist gut. Neuer Eintrag Wurm. Warum? Ist mir jetzt egal, ich guck gleich nach. Ich will nur endlich dieses blöde Feuer machen. So, jetzt. Ah ja, das braucht Energie. Guck dir unten links, geht die Energie runter dann. Perfekt. Und jetzt anzünden. Los! Okay, jetzt tun wir mal kurz speichern. Als nächstes gucken wir mal, ob wir jetzt den Fisch... Wieso sammeln? Ich will den nicht sammeln. Funktioniert das? Nehmen, erweitern. Ah doch, sammeln. Hier, man muss den auseinandernehmen. Frischkreten. Sag mal her, was haben wir jetzt gekriegt dafür? Und da Fischfleisch. Den Papagei, kann man den auch auseinandernehmen? Sag mal her. Ja, geht auch. Den Frosch sicher auch, oder? Oh, guckt euch das an. Richtig gut hier. Nein, es fängt an zu regnen. Kann man... Essen wir das roh? Ja, nee, das ist roh nicht so gut zu essen. Ich nehme mal an. Herstellen? Ja, jetzt funktioniert es wahrscheinlich nicht mehr. Wo haben wir das Essen? Nee, das funktioniert nicht. Ich dachte so, am... Mit einem großen Stock? Auch nicht. Okay. Ja, easy. Haben wir jetzt wenigstens ein paar Werte bekommen für das? Oh nö, ich habe eine Magenverstimmung. Wie kriege ich das denn weg jetzt? Wenn unser Magen so... Behandlungsmethoden... Geistige Gesundheit, Kratzer, Schramm, Egel... Da, hier. Parasiten. Am besten Pflanzen essen für das. Habe ich denn überhaupt Pflanzen zum Essen? Ich habe ja gar keine Pflanzen. Ich habe nur das da. Sammeln. Was kann ich denn daraus machen? Fasern. Ah, da kann man dann natürlich Feuer draus machen, okay. Klasse. Ich habe keine Ahnung. Wir verrecken wahrscheinlich jetzt dann auch. Dazu wird es auch noch Nacht. Wir haben nicht mehr viel Energie. Wir können nicht mehr lange. Scheiße. Vielleicht Pilze. Ich esse ein paar Pilze. Vielleicht bringt das was. Hier, guck mal ihr. Ihr leuchtet so schön im Dunkeln. Das kann nur was Gutes bedeuten. Oh, ein Nest habe ich gefunden mit... Oh, ein Ei. Geil. Okay, jetzt nochmal gucken. Bringen die Pilze was? Ne, die Pilze haben jetzt nichts gebracht. Charlie Chaplin belegte bei einem Chaplin-Doppelgänger-Wettbewerb den 3. Platz. Jetzt sind wir wieder die Voice, die Sprachassistent-Dingsbums da von meinem Handy angegangen. Also die haben auch nichts gebracht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das uns jetzt gleich zu Tode bringen wird, die Magenverstimmung. Aber ich muss mich schlafen legen. Wir brauchen unbedingt Energie nämlich. Ach, Leute, Leute, Leute. Scheiße. Vitalwerte? Durst und so ein Zeug. Nein, nicht aufheben, Mann. Ich habe schon genug Inventar, ist schon genug voll bei mir. Verdammt, wir müssen Pflanzen suchen. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen antiparasitären Eigenschaften tötet Parasiten ab. Was denn für eine Pflanze? Wurm. Habe ich den eigentlich immer noch? Nee, den habe ich nicht mehr am Körper, oder? Der ist sicher schon abgefallen.
Ich höre wieder so diese Urmenschen, diese Waldmenschen hier rumschreien. Okay, wir müssen ein paar Pflanzen essen. Ey, ist aber Nacht. Ich sollte vielleicht besser nicht in den Wald gehen. Da kommt nämlich wieder der Tiger und so. Easy, komm, ich mach nochmal Feuer. Was bringt denn überhaupt so... Was ist denn überhaupt so toll daran, Feuer zu machen, wenn ich überhaupt gar nicht braten kann? Guck, ich habe hier Feuer. Hier habe ich einen Fisch. Fischfleisch habe ich hier. Vor allem das verdorrt ja irgendwas. Braucht Essen fallen lassen. Essen fallen lassen. Ich will das ja gar nicht roh essen. Ah, hier. So, es funktioniert. Tatsächlich. Zack. Ich kann es braten. Sehr schön. Ich tu nochmal speichern. So. Und ja, ich würde jetzt eigentlich warte, ich warte noch, bis es gebraten ist. Danach gehe ich trotzdem halt schnell in den Wald rein. Oder soll ich lieber schlafen? Nee, der Wurm, der bringt uns um. Ich warte, bis das gebraten ist. Und dann gehe ich in den Wald und suche noch Blümchen, die ich essen kann. Ich probiere mal diese lilanen, die habe ich ja auch mal gesehen irgendwo. Alter. Ah, das war Halluzination, bekriegt er jetzt schon. Cool. Kann ich das Feuer wieder ausmachen? Nee, gell? Kann ich nicht. Nicht so schlimm. Oh, schön gebratenes Fleisch hier. Oh, Proteine. Ah, es sind Proteine und nicht Eiweiß, ich Depp. Schön. Viel hat es jetzt zwar auch nicht gebracht, aber die Sonne geht auch gerade auf. Super Timing. Ich warte jetzt noch, bis das fertig ist. Trinken wir noch was? Nein, halt, ich will was trinken. Ich will doch was trinken. Oh. Wir fangen an zu regnen. Bitte, bitte, wird noch fertig. Ich will das nicht roh essen. Das wird eh nicht mehr fertig. Ich hab's mir gedacht. Gut. Wie sieht's aus? Kann man das essen? Roh. Nein, kann man nicht. Das regnet mich jetzt zu oft. Das regnet mir definitiv zu oft. So, die lasse ich noch fallen hier. Gut, nichtsdestotrotz brauchen wir alles mögliche an Nahrung. Toll. Kokosnuss. Komm, dann essen wir dich. Erstmal trinken, jetzt sammeln. Essen, essen. Das ist ja ein richtiger Kampf hier. Guck mal, was haben wir hier für eine Pflanze? Komm, wir... Tabakblatt. Wartet mal. Ich guck mal, was ich daraus machen kann. Kann man die essen? Nee, kann man nicht. Verdorben, toll, das kann ich jetzt wegwerfen. Ja, wie kann ich die denn essen? Kann ich die ja nicht einfach her... Sieht ihr, ich kann die nicht einfach essen. Aber ich habe ja immer noch eine Magenverstimmung hier. Scheiße, ich sterb bald, wenn ich nicht irgendwas mache. Also Tabakblatt hilft, glaube ich, gegen Vergiftungen, wenn mich nicht alles täuscht. Das war das gewesen. Die Einnahme von Pflanzen mit natürlichen Antipass... Ja, aber welche sind es denn? Wirkung erhöhte Verbrauch von... Ah. Wir werden alle sterben. Ich hätte den Parasit nicht essen sollen. Was ist das hier? Komm, ich esse das einfach. Ist mir jetzt egal. Kann ich das überhaupt kaputt machen? Nein! Jetzt müssen wir uns eine neue Axt bauen. Also, komm, herstellen, hier. Nein, halt, wir haben ja noch einen Stein, oder? Ja. Herstellen. So. 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 Oh, welche Pflanze können wir denn da am besten essen? So.
Da, hier, was ist das da? Komm. Geh kaputt. So, was ist das? Ein paar Blüten habe ich gekriegt. Gucken, was die bringen. Kann ich die essen? Herstellen. Oh. Was muss ich da? Ein Stein oder so? Nee? Oder... Oh Mann, wir kriegen sogar Fieber jetzt. Ja, komm, fressen wir noch mehr Würmer am besten. Was kann ich gegen diese Magenverstimmung denn zu mir nehmen? Ich weiß es nicht. Ich muss dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt wirklich sterben sollten, im Internet schnell nachschauen. Am besten speichere ich jetzt ab. Hier habe ich Pilze, vielleicht bringen die was. Das ist ein unbekannter Pilz. Ist jetzt egal, ich riskiere es, ich esse die jetzt einfach. Hat nichts gebracht, ne? Gut, ich speichere jetzt schnell ab. Und damit wir nicht wieder alles von vorne machen müssen. Der dreht voll durch hier. Und dann schaue ich zum nächsten Part, was für eine Pflanze wir zu uns nehmen können. Damit wir hier die Vergiftung bzw. den Wurm hier loswerden. Jetzt haben wir auch noch Fieber, jetzt werden wir sowieso bald wegknicken, habe ich das Gefühl. Kann er nicht einmal ein großes Kacki machen, dann ist das gut. Komm, tun wir mal kurz speichern. Nee, ich will speichern, das tun wir hier vorne. So. Jo. Dann, Leute, tue ich mich hier verabschieden an der Stelle. Ich gucke auf jeden Fall nach, jetzt heute noch, was wir zu uns nehmen können, damit wir nicht verrecken oder nicht sterben. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.